Hallo und herzlich willkommen zu Shonko Music. Hier ist Sebastian und ich wollte euch gerne mal zeigen, dass ich meine beiden Yamaha SU700 Sampler umgebaut habe oder eher gesagt erweitert habe auf die Digital Input Expansion Boards. Das heißt, das ist eine Audiokarte quasi. Da hat man ein paar analoge Outputs, da kann man die Signale hinrouten, hat aber auch digitale In- und Outputs. Das kann beim Samplen Sinn machen. Das ist das zweite Gerät, was ich gekauft habe. Der erste Yamaha 700, den sieht man im anderen Abschnitt des Videos. Der war in einem katastrophalen Zustand. Der war hier wesentlich besser, aber nichtsdestotrotz muss ich die immer noch mal so ein bisschen reinigen. Unten sieht man das SCSI-Modul, das hatte ich jetzt ausgebaut. Das muss man machen, weil man sonst ganz schlecht an die Spannungsversorgung rankommt. Für die I/O-Extension-Karte und ja, es ist relativ simpel, man muss nur aufpassen, ich habe den Deckel ein bisschen zur Seite gekippt, dass der nicht umfällt, weil das würde an den Kabeln ziehen und könnte eventuell was beschädigen. Das ist alles so ein bisschen grenzwertig und sehr auf engem Raum gebaut und sehr kurze Kabel. Hier habe ich das ganze Gerät jetzt wieder zusammengebaut und einmal kurz geguckt, yo, I/O-Extension-Karte wurde erkannt. Kann nochmal eben kurz ins Menü gehen. Man hat hier verschiedene Möglichkeiten. Das ist ganz interessant von der Menüführung. Ich werde auch nochmal das ein oder andere Video machen, wo ich das Gerät vorstelle. Ja, jetzt gucke ich nur nochmal. Okay, Audio in, Digital Optical. Meckert er? Nein, er meckert nicht. Das heißt, der Umbau hat geklappt. Ich kann das Gerät wieder zumachen. Teste gleich nochmal so ein bisschen, ob alle Funktionen gegeben sind. Hier sieht man das Ganze. Rechts oben ist die SCSI-Karte und links ist das I/O Extension Board. Das macht für mein Setup am meisten Sinn, dass ich das in den SU700 nutze und nicht in meinen anderen Yamaha-Samplern. Das ist der erste SU700, aber jetzt hier als zweites gezeigt. Und der ist in einem katastrophalen Zustand gewesen. Also da hat nichts wirklich funktioniert. Die Drehregler waren desolat, die Buttons waren nicht gut, die Lackierung war echt schlecht. Ich habe das alles so ein bisschen aufgewertet. Ich habe bei Google eine History gefunden. Das Ding war auch mal in Polen, da habe ich es auch gekauft. Und das hatte auch mal eine Erweiterungskarte, diese I/O-Extension-Karte drinne. Aber die war bei dem Gerät nicht mehr dabei. Ich habe es wirklich für einen sehr guten Kurs bekommen, konnte es auch ein bisschen retten. Es funktioniert wieder sehr gut, habe mich ein bisschen ausgetobt und das Ganze selber bemalt. Eingebaut habe ich übrigens die SCSI 2SD-Karte, also ist kein Floppy-Laufwerk mehr drin. Und somit kann ich jetzt SD-Karten benutzen und kann das teilen über das SCSI-Modul mit dem anderen SU700-Sampler. Wie gesagt, ich denke, ich werde nochmal das ein oder andere Video machen. Ja, ist alles ein bisschen beengt hier, das muss man alles ein bisschen zurechtfummeln. Aber es ist, wie gesagt, letztendlich Plug and Play. Man kann nicht viel verkehrt machen. Also es ist, ich sage einfach mal hier, keine Raketentechnik in dem Sinne. Ja, ich habe da noch einen Kabelbinder genommen, das habe ich jetzt hier nicht gefilmt. Habe das Ganze dann hier wieder zusammengeschraubt und auch nochmal eben kurz getestet, ob das Ganze funktioniert. Und das sah auch gut aus. Ja, die Karten bekommt man kaum. Das ist einfach so, wieder rechts das SCSI-Modul, links oben ist wieder die I/O-Extension-Karte. Das heißt, auf dem Gebrauchtmarkt muss man lange suchen. Meistens werden die nur mit den Geräten verkauft. Ich hatte sie in Yamaha A3000 Samplern, habe sie ausgebaut und jetzt hier verwendet, weil das für mich so in meinem zukünftigen Setup am meisten Sinn macht. Genau, also das war ein kleiner Kurs. So wie sieht das aus, die alten schönen SU700 Sampler. Ich finde sie sehr interessant, mal gucken, wie ich sie nutzen kann. Ich habe da schon die ein oder andere Idee. Ich denke, da sollten Videos zu kommen. Bis bald, macht's gut, vielleicht sieht man sich im nächsten Video. Ich sage tschüss.